Sie kommt aus der Tiefe hinauf. Sie ist hungrig. Sie ist die größte Krabbe in Europa. Königskrabben wurden gezielt ausgesetzt als neue Einnahmequelle für die Fischer. Sie vermehrten sich gut. Besser als gedacht. Hunderte, manchmal sogar tausende Königskrabben kommen aus tieferen Gewässern an die norwegischen Küsten. Dort angekommen, vertilgen sie alles, was fressbar ist. Nach dem großen Fressen gleicht der Meeresboden einer Wüste. Ende der 1960er Jahre wurden die Tiere von russischen Forschern in Murmansk ausgesetzt. Niemand wusste, ob die Krabben überleben würden und wie schnell sie sich verbreiten könnten. Seitdem haben sie bereits erheblichen Schaden angerichtet. Die Fischerei aber hat sich auf die neuen Meeresbewohner eingestellt. Königskrabben gelten heute auch in Europa als Delikatesse. In manchen Regionen wird ihre Befischung bereits reguliert. Ob es die Krabben eines Tages auch in die Nordsee schaffen, ist noch nicht gewiss.